Hallo und herzlich willkommen zurück zu Watch Dogs. Ich habe jetzt nachgeschaut, die Folge war 20 Minuten, hat gepasst und wir starten die Mission. Weißt du, wer immer die Blumen bringt? Nein. Aber das Mädchen hat viele Freunde. Hatte. Hier geht's ums Loslassen. Ich weiß. Wir mussten alle durch diesen Albtraum, aber du musst aufhören, es wieder gut machen zu wollen. Aber das versuche ich doch gar nicht. Aiden. Ich weiß, was du tust. Ich weiß, dass du die Leute jagst, die das getan haben. Wenn du nicht aufhörst, bringst du uns alle in Gefahr. Ihr seid nicht in Gefahr, weil ich euch beschütze. Hörst du, was du sagst? Aiden, warum hörst du nicht auf? Weil... ich es wissen muss. Du bist mein Bruder. Und ich liebe dich. Aber Jackson ist meine Welt. Und ich würde dich auf der Stelle fallen lassen, bevor er verletzt wird. Versprich mir, dass du aufhörst. Du kannst Lena nicht retten. Ich habe sie getötet. Nein, hast du nicht. Du hast keine Schuld. Aber versprich, dass du aufhörst. Wir brauchen das. Als Familie. Versprochen. Vielleicht hat sie recht. Lena ist tot, das ist nicht zu ändern. Aber wie kann ich es nur vergessen? Und das ist die große Frage. Du hast ein Problem. Ein Überlebender vom Stadion. Wenn der Typ redet, identifiziert er dich. Ein Überlebender? Wie ist das passiert? Er ist wohl nicht gestorben. Ganz ruhig. Ich habe einen Plan. Triff mich am Gorman Heights auf dem Dach. Ja. Boah, das ist übel, was wir gerade machen, Alter. Okay, nee, das können wir nicht weiterhin machen. Alter, wer bist du? Warst du eine Fotze, wo hier angerufen hat? Kann sein. Okay, wir bräuchten vielleicht auch mal wieder Munition. Das kann gut sein. Boah, wir sind eigentlich schon üble, böse Finger, ne? Böse, böse Menschen sind wir. Böse, böse. So, Auto auf Abruf. Sport. Ist doch manchmal Mord, ne? Luciano. Kann ich mir nicht mehr kaufen. Was ist da los? Bin ich noch nicht weit genug? Die Ersten sind auf Pichet gedacht, oder? Was ist an denen toll? Gar nichts. So. Ah, die sind in unserem Budget, so heißt es, glaube ich. So soll es, glaube ich, heißen. So. Boxberg. Boah, der kostet 100.000. 25. Wie viel haben wir gerade? 17. Aber wir geben das nicht für sowas aus. Wartet mal. Hier war der Fähigkeitsbaum. Genau, das können wir auch mal wieder machen. So, Ver
Verstärkung deaktivieren, das wäre ganz gut. Das ist doch, glaube ich, genau, Verstärkung zu rufen. Wenn die Verstärkung rufen wollen, die Gegner, dann kann man das machen. So. Was kann man jetzt hier mal entscheiden? Aha. Bei Fahren kann ich irgendwie nichts machen. Das ist ja doof. Aber haben wir gar nicht mehr genug Skillpunkte. Okay. Ja gut, dann ist das natürlich eh hinfällig. Wir brauchen wieder ein paar. Boah, jetzt gibt's ein Blackout, Leute. Ich glaube, ich hole mir trotzdem ein Auto allein. Das geht sogar während des Blackouts. Oh fuck. Holen wir jetzt mal wieder den hier. Das ist auch nicht ganz schlecht. Deine Schaukel ist fertig. Voll getankt und durchgecheckt. Du weißt schon, nicht zu danken. Danke. Mein Gott, der Typ ist bewaffnet. Was bin ich? Ich habe gar keine Waffe ausgerüstet, du kannst es gar nicht sehen. Das Tor hier können wir nicht schließen, das ist wohl eines, das man mit Hand schließen muss. Wer kriegt einen Blowjob? Wer bekommt das und ich nicht? Oh, das. The Police. Ich mach doch gar nichts. So, wir halten uns mal zurück. Na gut, die Polizei ist jetzt weg, aber trotzdem. So, wo müssen wir hin? Hierher. Ich markiere das mal, weil wir können es tatsächlich auf die Kampagne größtenteils. Ja gut, sowas kann man schon auch mal machen. Fixer. Ach, komm, haben wir mal wieder Fixer, Leute. Scheiß drauf, wir müssen ein bisschen Abwechslung auch reinbringen. Ah, hast du einen Orgasmus? Ah, ich wollte gerade sagen, ich will nicht mehr so viele Leute umfahren. Egal. Zivilist verletzt. Kann passieren. Ist schon im Besten passiert. Auch Franz Beckenbauer hat schon Eigentore geschossen. Ah, scheiße. Hat gar nicht so weh getan dem Typen. Okay. Nun wissen wir schon mal, solche kleinen Leitungen bringen nicht so viel, wenn wir was erreichen wollen. Boah. Ja, ist schon immer ganz cool. So, dann gib mal den Ficker-Auftrag. Der Auftrag ist raus. Ich muss die Kalle finden und erledigen, bevor sie entkommen können. Mhm. Ich glaube, ich brauche ein Auto. Und da ich hier ein recht gutes am Start habe, das zwar schon ein bisschen was abgekriegt hat, nehme ich natürlich auch weiterhin das. So, die müssen wir ausschalten. Das dürfte machbar sein. Hoffe ich. Bah! Sowas regt mich so öff. Ich freue mich schon so, diesen Wichsern in den Kopf schießen zu können. Endlich aussteigen, zack, rein damit. Boah, sowas regt mich richtig auf. Wenn ich so hängen bleibe an so einer blöden Kante oder sowas. Auf 83 Metern. Ah, die beiden immer weiter. Jetzt aber Vollgas, Lady. Jetzt geht's ab. Die haben nämlich nicht so ein gutes Auto eigentlich. Nitro oder so wäre noch nicht schlecht. Ah, schade, dass man hier nicht rausschießen kann, so wie in GTA 4 zum Beispiel. Na, scheiße, ey. Meine Güte, ey. Nein, 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 nicht abschmieren. Liebe Spielchen.
Oh, ey. Oh, ich fahre jetzt anders, ey. Ja, Zielpersonen kommt. Ich merk's. Ah, scheiße, ey. Die Wichser gewinnen ab schon. Und ich darf auch nicht mehr so viele Unfälle bauen. Unser Auto ist auch schon ziemlich demoliert. Eigentlich sollte ihr Auto demoliert sein, nicht meins, aber gut. So weit sind wir noch nicht. Scheiße. Komm her, du Wichser, ey. Ja! 1000 Belohnung. Der hat mich jetzt aber ganz schön auf Trab gehalten, der Sack. So. Sicher ist sicher. Raus! Zentrale, welche Art Notfall liegt vor? Eine Schießerei! Hallo? Ich glaube, er ist weg. Das glaube ich auch. Ich habe der bloß nochmal einen Kopf geschossen zur Sicherheit. Das war ein Böser. Was ist denn mit euch los, Leute? So. Wollen wir mal kurz auf der falschen Fahrbahn. Oh, ich will die Schilder immer lesen da eigentlich. Aber manchmal ist es ein bisschen schwierig. So. Feuerwehr, oder? Krasse Scheiße, hä? Alter, wie schnell die brennen, ey. Wenn ich da so rein crashen würde, würde da gar nichts passieren. So, aber jetzt müssen wir zur Hauptmission. Da haben wir noch ein bisschen Kohle gemacht. Zack. Denn die Autos sind ja zum Glück kostenlos, die wir immer geliefert bekommen. Das kostet ja nichts, wenn wir uns die holen. So. Naja, das ist auch schon demoliert, das Schöne hier. Naja, gut. Dann nehmen wir eben unser aktuelles. Und fahren mal zur Hauptmission. Ich bin immer noch am Tag vor der Abreise der Abschlussfahrt und nehme jetzt noch hier die dritte Folge gerade auf. Mal schauen, wie viel es noch werden. Denn ich will ja noch ein paar Folgen Watch Dogs euch zumindest vorher geben. So. Collar. Ja, da kriege ich ja echt den Collar. Kannst du mal weg da, danke. So. Hier rum. Ja, diese Poller kann man auf jeden Fall gut einsetzen, aber man muss halt schauen, ne? Wann man da die hackt, weil das Problem ist ja quasi, wenn man die hackt, während man sie sieht, dann steigen die so schnell auf, dass man selber da reinfährt. Außer man hat richtig Gummi drauf. Macht die gerade zum Vorbeigehen. Ich weiß nicht genau, wie man die ein... Muss man mal schauen, wie man die einsetzt am besten.
Wir haben ja auch schon den S-Bahn-Killer gemacht oder U-Bahn. Ne, das ist ja eher. Eher U-Bahn. Ne, U-Bahn ist unten drunter. Dann ist es S-Bahn. Ja klar, es ist S-Bahn. Was labe ich denn? Reicht ein so ein Schuss eigentlich? Ah, ich weiß nicht. Alter, weh. Nö. Notrufzentrale, worum handelt es sich? Oh mein Gott, hören Sie mich. Bleiben Sie bitte in der Leitung. Genau, du Sack. Ha, ich habe jetzt schon die Mission gestartet. So. Was nun? Nicht der Pizzamann. Wo ist er? Ist nicht leicht mit Jordi zu arbeiten. Aber ich kenne ihn. Wäre die Lage anders, würde ich vielleicht ihn jagen. Oder andersrum. Aber wenn er sagt, dass wir ein Problem haben, halte ich das für eine Untertreibung. Dieser Typ darf mich nicht identifizieren. Oder alles wird außer Kontrolle geraten. Klettern Sie und treffen Sie Jordi auf der Dachterrasse, oder? Ja. Sakko. Ja, ja, wie schnell das geht. Hi. Oh, fuck. Jordi, wer sind die? Na, die wohnen hier. Was ist passiert? Tja, die Security in diesen Häusern ist ziemlich gut. Damit sich solche Leute hier oben schön sicher fühlen. Ich meine, diese Leute hatten nur eine Türkette angebracht, wollten sich wohl den Pizzalieferanten gut anschauen, bevor sie die Tür aufmachen. Okay, fein, sicher. Also zu diesem Problem. Dafür habe ich den Bolzenschneider dabei. Er öffnet die Tür und stülpt aus die Kette. Ich schieb ihn rein und schnipp und rate mal. Ist nicht der Pizzamann. Jordi, das Problem. Komm schon. Das tun wir doch gerade. Wir sind mitten in der Auflösung hier, Pierce. Du weißt nicht zu schätzen, was ich für dich tue. Du merkst nicht, wie sehr ich mich um dich kümmere, oder? Wirklich? Ja? Tu mir einen Gefallen, beeilen wir uns. Wie viel Zeit haben wir? Nicht so viel wie nötig. Oh, diese Leiche da aus dem Stadion. Er ist nicht mehr so tot. Die Bullen haben ihn jetzt im Chicago-Gefängnis. Und oh, er spaziert jeden Moment ins Verhör und zeigt mit dem Finger. Auf dich. Wie konnte das passieren? Mach mich nur fertig. Toller Blick. Siehst du? Heute Morgen ging was raus. Einer bezahlt einen Haufen Dollar für die Aussage dieses Clowns. Und einer von den Typen lautet die Geschichte. Sieht aus, als müssten wir beide uns mal unterhalten. Ja, aber nicht wieder das mit dem leeren Magazin. Der arme Maurice hat sich vollgepisst nach deiner Show. Kümmer dich nicht um meine Methoden. Weißt du, wie man es benutzt? Bring deinen Arsch da runter, ich gebe Deckung. Und lass den Boss am Leben. Wirst ihn brauchen. Glaubst du? Wo ist er erst mit seiner Deckung? Ach, hier. Geht das überhaupt? Sollten wir vielleicht mal einen Schalldämpfer besorgen. Wäre vielleicht nicht ganz verkehrt. Schnell, okay. Meine Gastgeber jammern, davon bekomme ich Migräne. Und wenn ich Migräne krieg, Pierce, dann bin ich nutzlos für dich. Denkst du, du bist der Einzige, der schnell machen will? Was weiß denn ich? Empathie ist nicht deine Stärke, hm? Nicht unbedingt. Was ist mit dem Fixer-Auftrag? Was suchen die eigentlich? Dich. Jemand will den Rächer und zwar dringend. Und sie wollen einen fingierten Gefangenentransport organisieren, um den Zeugen freizubekommen, der dich erkennt. Ich habe noch nie gesehen, dass sie so viele Leute einsetzen. Sie wissen, dass ich sie stoppen will. Hör zu. Der Zeuge kennt mein Gesicht. Wenn die Fixer ihn bekommen, wenn mein Name rauskommt, dann jagen sie meine Familie. Ah, das F-Wort. Du bist zu sentimental, Pierce. Das ist eine Schwäche. Irgendwann wird es jemand gegen dich nutzen. Ich decke dich, wo ich kann, aber ich sehe nicht alles. Na gut, legen wir los. So.
Jetzt den hier. Ja, wir haben leider noch keinen Schalldämpfer. Ich habe keine Freunde. Duncan. Könnte auch was mit B sein. Keine Ahnung, wer er ist. Hm. Oh nicht. Ich erschieße ihn. Ziel erfasst! Ich war... Douglas! Was? Das war sein Name. Nein! Nein, 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 nein! Scheiße, ey! Das regt mich immer auf, sowas, ey. Oh, Leute, Leute. So, jetzt kommt wieder der Empathie-Scheiß, glaube ich. Hier ist ein Bankautomat. Hä, gibt denn her? Naja, gut. Nein, das darf nicht wahr sein. Kommt doch keine Empathie-Scheiße mehr. Okay. Na, vorher sind wir besser hingefahren. Na, egal. So. Haben wir diese scheiß Schrotflinte? Naja, egal. Achtung, da kommt einer. Siehst du ihn? Netter Versuch, aber ich sehe dich. Scheiße, den Typ kenne ich. Welchen? Ich vergesse den Namen immer, der Typ. Mit den Ohren. Tutuli Dawson. Ist er ein Freund? Ich habe keine Freunde. Danke. Könnte auch was mit B sein. Du hast keine Ahnung, wer er ist. Hm. Wohl nicht. Ich erschieße ihn. Verdammt, wir kriegen es ab! Jetzt oder nie! Komm auf, du Sack. Douglas! Das war sein Name. Douglas! Oh, ich hab ja keine Deckung. Scheiße. Du hast ihn erschossen. Sein Name fiel mir nicht ein. Echt böse, ich mochte den Kerl. Boah! Viele Rabi-Witze. Leck mich mal sicher. Oh Gott, scheiße. Naja Leute, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wo wir es dann hoffentlich schaffen. Denn so schwer ist es ja auch nicht. Aber ich habe meinen Sturmgewehr nicht mehr, das regt mich auf. Ich habe mich nicht gut genug ausgerüstet. Kann man hier runterspringen ohne so... Nein, man überlebst nicht. Schau mal, da gibt's voll die Risse im Boden, ey. Wie fett sind wir eigentlich? Okay. Online-Hacking hört sich an wie Online-Banking irgendwie. So. Okay, dann werden wir es aber in der nächsten Folge nochmal probieren. Ich freue mich auf euch. Und hier ist auch ein Geldautomat. Den können wir jetzt leider nicht hacken, weil wir in der Mission sind. Auf jeden Fall, in der nächsten Folge geht's dann los, Leute. Bis dahin, haut rein. Ciao.